Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu... Oh mein Gott, was ist das denn hier für ein Format? Kennt man das überhaupt noch auf diesem YouTube-Kanal? Oh mein Gott, Leute, die Schwarze Witwe Challenge ist wieder da mit der wunderbaren Katja. Leute, oh mein Gott, ihr seid so eskaliert. Ich werde gefühlt unter jedem Video gefragt, wann kommt die Schwarze Witwe Challenge wieder? Wann machst du die Schwarze Witwe Challenge? Wann geht's weiter mit Katja? Und wann geht's weiter? Und Leute, ich habe immer gesagt, ich so, puh, ich hab grad nicht so Lust. Und Leute, jetzt habe ich wieder Bock auf die Katja. Und ich hoffe, ihr habt es auch. Und es wird halt wieder super cool. Wir bringen heute noch niemanden um. Leute, das passiert als nächste Folge. Denn das haben auch Leute geschrieben. Hey, wie wär's, wenn du diesen neuen Mod, den du hast, diesen Torments Mod, kann man ja perfekt benutzen für diese Challenge hier. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Warum fangen wir jetzt nicht wieder neu an? Und ich habe geschaut, es ist 6 Monate her, dass die letzte Folge von der Schwarzen Witwe Challenge hochgeladen wurde. Leute, 6 Monate. What the... Piep. Als ob ich hier nicht fuck sagt, Leute. What the fuck? Also, Family Friendly gibt's ja auf meinem Kanal schon mal nicht. Das sollt ihr mittlerweile wissen. Und oh mein Gott, Leute, wir sind wieder da. Ich habe keinen Plan, was passiert ist. Also, ich möchte jetzt erstmal nach Hause. Wir haben nämlich in der letzten Folge geheiratet. Das weiß ich noch, aber nur, weil ich mir gerade selber meine letzte Folge angeschaut habe. Also, ja. So, wo wohnen wir denn? Wir wohnen, glaube ich, in dieser crazy Stadt hier, ne? In Forgotten Hollow. Mhm. In diesem wunderschönen Haus. Ich liebe das so sehr. So, ich nehme mal unsere ganzen... nö, also Zementa eigentlich nicht. Michaela ist auch raus. Sabrina auch und du auch und du... Was wollen wir? Was will ich denn mit euch allen? Ich will ja bloß... Jeffrey sollte ich vielleicht wieder mitnehmen. Und die Bibi, oder? Wo ist denn die Bibi? Hier, die Bibi. Die wird bald sterben. Wir werden sie heute betrügen, Leute. Wir haben ja in der letzten Folge gerade erst geheiratet. Also das heißt, die sind hier, keine Ahnung, wie viele Stunden jetzt schon verheiratet. 2, 3 Stündchen erst. Und dann kommt die Katja und betrügt direkt. Wir schauen mal, mit wem... Ich denke, mit dem Julienko. Hatten wir schon was mit Julienko? Wir müssen erstmal schauen, mit wem wir überhaupt hier schon was hatten, Leute. Da müssen wir erstmal runter in den dunklen, pornösen Keller. Ja. Ich kann es nur sagen, Leute. Ich kann es nur sagen, wir sind wieder zurück. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir, weil ich bin super ready, wieder Sims zu töten. Ihr wisst, meine Leidenschaft wird dadurch sehr gut befriedigt. Ach, family friendly hier auf meinem YouTube-Kanal. Man liebt es. Man kennt's, man liebt's, Leute. So, Katja sieht hier noch super, super hot aus. Du siehst eher aus wie ein Müllsack, aber kein Problem. Der Jeffrey da unten. Süß. Ach, die haben wir auch vergessen. Ups, wir haben ja noch ein Kind. Komm mal bitte hierher. Wir haben aus Versehen. Sorry, man kann ja auch mal hier seine Kinder vergessen, Leute, ne? So, ich denke mal, sie geht jetzt erstmal das Kind. Oh Gott. Das Kind hat Hunger. Das muss mal pinkeln. Das muss mal schlafen. Okay. Bibi, du bist ja jetzt hier nicht umsonst eingezogen. Du bist ja auch hier, damit du das hier das Kind befriedigst. Hört sich komplett falsch an. Essen geben wäre sehr gut. Dann haben wir überhaupt, doch, wir haben ein pinkes Töpfchen. Jeffrey aufs Klo begleiten. Und was hat Jeffrey noch für Probleme? Schlafensprobleme, das machen wir dann. So, du kümmerst dich erstmal. Sie geht jetzt duschen. Warum? Achso, sie stinkt. Okay, mach, was du willst. Wir haben, ich habe hier auch noch nie umgeräumt hier oben, ne? Hier sieht es immer noch genauso aus wie damals. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Zeit für ein neues Haus. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt. Weil, Leute, wir haben, glaube ich, nur noch 4 oder 5... Ja, 6 Tode mit der Bibi, 6 Tode, also, ne, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so krass lohnt, also wir hatten hier Lucy Cat, dann hatten wir hier Melina Sophie, Luca, also Concrafter und Marvin Magnificent, okay, mit Melina Sophie hatten wir leider kein Selfie, also das heißt, wir können Bibi mit Julienko betrügen, das klingt doch nach einem super Plan, finde ich schon mal, aber bevor wir diesen Plan, yay, Jeffrey, aber der hat jetzt nichts gegessen, ne, oh. Kann bitte jemand diesem Kind mal was zu essen geben? Oh mein Gott, ich heule ja gleich. Okay, das ist mir jetzt egal. Ich habe doch ganz viel neue Custom-Content-Frisuren und so weiter und so fort. Und da könnte doch Katja mal ein Umstyling vertragen, oder so? Wenn wir jetzt schon wieder zurück sind. Also sie badet ja gerade noch. Ich spule einfach mal. Ach komm, die ist doch schon sauber. Mensch, die gute Frau. Hier ist kein Spiegel, ne? Wieso ist hier kein Spiegel? Hallo? Frau Spiegel, wo sind Sie? Hier ist keine Frau Spiegel, Leute, das tut mir leid. Dann gehe ich ja halt hier rüber, mir auch. Komme ich da überhaupt ran? Oh, ich weiß es nicht. Wie ist denn das da? Hä? Was ist das denn da? Ist das hier... Was ist das? Achso, ist der Fernseher von unten, ne? Der Fernseher von unten schaut ein bisschen durch die Decke. Ja, kein Problem, Leute, kein Problem. Ich würde gerne mein Sim bearbeiten. Die Katja bearbeite ich hier am liebsten. Und ihr seht ja schon, Katja... Ui, stimmt. Das Outfit hat sie an. Okay.
Okay, Leute, wow. Da müssen wir doch gar nicht mehr so viel jetzt machen. Ich muss im Allgemeinen mal ganz kurz schauen, wie es um die Sims steht. Ich bin gar nicht mehr hier im Game drin. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich bin, wie gesagt, 6 Monate, haben mich rausgekickt. Ich sehe bloß Brüste, immer noch genauso groß wie damals. So, wie sieht's mit der Baby aus? Was hatten die eigentlich hier? Die hat nämlich, glaube ich, voll das langweilige Outfit. Naja, ne. Leute, was soll man machen? Was soll ich ja tun? Nichts. So, Katja sieht super aus, aber ich bin ganz kurz mal dafür, dass die Katja jetzt erstmal hier so solche Augenbrauen bekommt. Lashes hat sie ja schon. Dann kriegt sie auf jeden Fall noch Kontaktlinsen, Leute, denn ich möchte, dass es noch unnatürlicher aussieht. So. Yay, Katja. Haare verändern... Okay, Katja, sei ganz crazy. Haare verändern wir jetzt auch, denn ich habe ja jetzt hier diese riesen langen Haare. Und ich bin dafür, dass die Katja jetzt einfach solche richtigen krassen langen Haare bekommt. Und ich finde die auch so schön. Also an ihr sieht es gerade ein bisschen komisch aus, aber ich finde die ganzen Frisuren so schön. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und die ist auch so schön. Ach, Leute, einfach toll. Einfach toll. Ich glaube, die sind weiter oben. Hier sind sie. Guck mal, hier sind die riesen langen die Haare. Guck mal, das ist auch so eine Frisur, die Katja bestimmt mal getragen hat. Finde ich toll. Das sind einfach so riesige Frisuren, Leute. Was geht ab? Guck mal, das ist auch so eine Katja-Frisur eigentlich, ne? Hängen halt ihre Haare in der Brust drin. Warte mal, was hängt denn das hier oben drin? Ach so. Muss der Kopf größer gemacht werden? Nee, das geht nicht. Dann sieht sie ja nicht mehr aus wie die Katja. Dann müssen andere Haare her. Kann ich bitte mal die Haare anwählen? Dankeschön. Wir finden was, Leute. Keine Sorge. Die ist auch... Oh, wollen wir das geben? Die finde ich ja richtig nice. Die finde ich ja voll nice. Wenn die Katja mal so einen Zopf hat, so einen richtig langen... Finde ich schon mal cool. Okay, Leute, warte ganz kurz. Katja, kannst du bitte aufhören? So dumm. Oh mein Gott, okay. Die passen auch. Hatten wir die nicht gerade? Nee, wir hatten die hier, ne? Nee, ich sehe schon wieder gar nicht durch. Welche wir gerade hatten und welche nicht. Die hatten wir, glaube ich. Wo ist genau? Da hat es durchgebackt. Und die haben wir auch noch. Aber da backt ihre Brüste sind dann einfach zu groß. Das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Aber, Leute, die sind auch nice. Die haben wir ja gestern meinen Sim gegeben. Die würden auch gut zu Katja passen, tatsächlich. Aber ich habe Bock, dass Katja... Ariana, Alter, so geil, dass sie so einen Zopf trägt. Ich glaube, ich finde das echt cool. Ich glaube, ich finde das wirklich mit am coolsten. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz, Leute, wir sind jetzt wieder back und deshalb müssen wir hier erstmal ein bisschen was am Make-up verändern, auf jeden Fall. So, ich will hier, dass sie knalliges, so rotes Make-up oder irgendwie, ich will irgendwas crazyes auf den Augen haben, aber irgendwie sieht es alles nicht so crazy gerade aus. Oh je, Leute, okay, wir bleiben bei Pink. Bei mir hat sich gerade die Siri angesprochen gefühlt am Handy. Zum Glück ist ja alles auch stumm. Sie hat Eyeliner drauf, ne? Den brauchst du ja... Ich finde, ohne Eyeliner finde ich es ein bisschen besser, tatsächlich. Lippen würde ich jetzt vielleicht auch hier so ein Gloss... Oh Gott, das sieht auch komisch aus. Vielleicht kann ja deine Lippen sehen im Allgemeinen komisch aus. Können wir die ganz kurz nochmal ein bisschen... Die sind ja noch nicht ganz voll, ne? Doch, die sind schon ganz voll aufgepumpt. Ja, Mensch. Katja, ja, Mensch. Du gute, dicke Lippen. Hat sie eigentlich einen Skin? Komme ich gar nicht ran, ne? Das würde mich mal noch interessieren. So, boah, das ist auf jeden Fall gerade ein crazy Look, den sie trägt. Den sollte sie von mir aus nicht tragen, sondern die kann ruhig eigentlich beim dunklen Lippenstift bleiben, muss ich sagen. Und jetzt beim Oberteil, Leute. Sie könnte ja auch das hier nur... Ah, wartet. Aber dann sieht man halt die Unterhose, das wäre nicht so gut. Ja, ich bin halt dafür, guck mal, das finde ich ja für die Katja eigentlich schon nice, ne? Aber ich glaube, ich finde das noch besser. Also es ist halt einfach ein BH eigentlich, ne? Das ist eigentlich wirklich ein BH. Und ich glaube, ich will es in schwarz, Leute. Denn die Katja ist jetzt ein Vamp, ne? Ihr wisst, die Katja ist ja ein Vamp. Und da muss sie das einfach in dunkel tragen. Und jetzt bei kurzen Hosen, vielleicht zieht sie ja die hier an. Ich weiß es nicht. Ich finde die vielleicht nicht ganz... Die ist auch auf jeden Fall kurz. Vielleicht bleiben wir auch bei der Hose. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, das fand ich dann noch am besten, die Hose gerade. Also die sie gerade trägt. Ja, doch. Warte mal. Gib mir mal bitte... Wo ist die denn? Hallo, Hose. Hier. Gib die mir mal in schwarz. Die Schuhe kannst du auf jeden Fall so anlassen. Ringe und alles kriegst du jetzt auch noch ran. Warte ganz kurz dafür. Dafür stehe ich doch hier mit meinem Namen. Ringe, komm, Katja, du kriegst hier alles voll. Dann auf der anderen Seite kriegst du noch Ringe. Komm, flex, flex, flex. So, und hier drüben gibt es auch noch einen Ring für dich. So alles weiße Ringe aber. Jetzt kriegst du noch Ohrringe. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dieses pinke Make-up, ne? Ich finde das so crazy. Das ist so richtig der Eye-Catcher eigentlich. Und es passt gar nicht so gut zusammen im Gesicht. Aber wir erzählen es mal niemandem, Leute. So, was wollte ich gerade machen? Ohrringe, richtig. Ohrringe und Kette. Ich will ihr einen neuen Joker geben. Also ich finde ja den ganz süß.
Vielleicht geben wir aber auch sowas, so ein sowas oder hier sowas direkt, aber das hängt auch wieder direkt in der Brust drin. Ah, Leute, komm, wir geben ihr das hier in schwarz. Guck mal, hier, Katja. Und was haben wir an Ohrringen? Haben wir da irgendwas Cooles? Komm, hier, die Fettsack-Ohrringe. Die Katja braucht die Fettsack-Ohrringe, Leute. So ist es einfach. Und die braucht sie auch noch in schwarz. Boah, die Katja ist back, Leute. Die Katja ist einfach back. Guckt sie euch an, die Geile. So sieht sie aus. Die Augenbrauen sind mir ein bisschen zu dunkel. Warte mal ganz kurz, kann ich die hier... So, so finde ich es besser. Puh, jetzt können wir zurück ins Game, Leute, und den Julienko direkt mal besuchen und ihn zu uns nach Hause einladen, denn ich habe Bock, dass wir die Bibi hier ein bisschen betrügen. Okay, seid ihr ready dafür? Ich bin es nämlich nicht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen aus der Übung gekommen. Guck mal hier, daneben die Toilette macht ihr einen Sprengler des Todes. Kein Problem, Leute, kein Problem. Solange sich hier jemand um das Kind kümmert. Alter, Hysterie. Oh nein, oh nein. Kann bitte jemand die Katja stoppen? Nicht, dass die gleich stirbt an einem Lachanfall oder so. Das wäre richtig crazy. Alter, die Haare und so. Ich finde es richtig geil. Ich finde es geil, wenn die Katja jetzt mal sowas trägt hier. Doch, das mag ich. Wir haben ja, ganz kurz, bevor es hier weitergeht, erstmal haben wir, da kann ich es auch laufen lassen, ne? Haben wir eine Freundschaft mit Julienko? Wir haben eine Freundschaft mit vielen Leuten, aber ich weiß nicht, ob mit Julienko. Hier lädt auch gerade irgendwie gerade gar nichts. Okay, wir hassen sehr viele. Okay, sehr viele hassen uns. Aber ich glaube, ich sehe hier nichts Julienko-mäßiges. Nee. Oh. Oh, gibt's Julienko überhaupt in dieser Stadt? Ist mir gerade. Ist gerade die andere Frage, ne? Was macht sie denn? Wie tanzt sie denn? Okay, Katja, das ist crazy. Dann werde ich mal ganz kurz rausgehen und gucken. Denn ich dachte, ich habe den hier irgendwo platziert, Leute. Hier, da wartet er doch schon auf uns. Da gehe ich doch direkt mal hin. Und, quatsch ihn ein bisschen voll, betör ihn ein bisschen. Und guck mal, zur Katja kannst du einfach nicht Nein sagen, Leute. Das geht einfach nicht. Das ist einfach, da muss man nur, da kannst du sagen, komm her, Habibi. So, okay, was passiert hier? Oh, das ist eine Vampirin, ne? Vampirin. So, sie winkt mir schon, aber, ich kann... Katja hat nicht genug Energie. Okay, Katja hat keine Energie, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte ganz kurz, wo ist denn Julienko? Julienko? Wo ist der denn? Real Talk. Julienko? Wo ist der? Hat der sich vor uns versteckt, Leute? Hä, bin ich gerade dumm? Anscheinend schon, oder? Ich sehe den nämlich nicht. Jetzt ist der wahrscheinlich so hier irgendwo die ganze Zeit, ihr schreibt so, Nico, bist du komplett dumm? Und ich so, ja. Hä? Hier ist kein Julienko. Muss ich jetzt an die Tür klopfen? Nee, weil ich bin ja schon drin. Okay, Leute. War der überhaupt zu Hause? Ich weiß es nicht. Kann mir mal jemand sagen, wo der Julienko hier ist? Ist er das? Das ist, glaube ich, kein Julienko, das ist ein Girl, ne? Das ist eine Frau mit einer Pistole und kein Haaren. Cool. So, okay, dann tut's mir leid, dann gibt's jetzt hier erstmal ein bisschen Stress. Und zwar klaue ich dir jetzt erstmal... Nee, komm, du wirst vom Blitzschlag getroffen. So, okay, wir sind Stress schon wieder. Aber wo ist denn Julienko? Julienko, wo bist du? Bist du Julienko? Nein, du bist deine alte Frau. Naja, das ist jetzt so ein großer Unterschied, das Leute. Oh Mann, ich dachte, ich kann jetzt hier ein bisschen Gang Bang mit dem machen. Das hat sich komplett falsch angehört. Bang Bang wäre besser gewesen. Ist der überhaupt zu Hause? Dein Sim ist hier. Ja, schön, dass ich da bin. Der Julienko ist es allerdings nicht. Was machen wir jetzt? Mit wem betrügen wir jetzt die Bibi? Das ist mir schon noch wichtig, dass wir das heute machen. Aber anscheinend wird es nichts, weil der Julienko sich so denkt, sorry, ich bin hier gerade bei einer anderen Ollen und zeugt der gerade ein Kind. Und mir egal, ob du mit der Bibi geschlafen hast. Habe ich mit der Bibi geschlafen? Ich weiß es gar nicht. Von wem ist überhaupt Jeffrey? Das muss ich gleich mal rausfinden. Also, von wem ist der Jeffrey? So, Jeffrey, zeig mal bitte deinen Stammbaum. Der ist von Lucy Cat. Okay, warum haben unsere ganzen Kinder keine Frisuren mehr? Wer hat denn da die Wig gesnatcht? Ich weiß es nicht, Leute. Hier ist auch, es ist sehr nebelig und so weiter und so fort, aber... Ich raste hier gleich aus. Ist der Julienko, als ob der nicht zu Hause ist? Der war doch zu Hause, oder? Ich muss nochmal gucken. Nee, der ist nicht zu Hause. Wo ist der denn? Ach, Leute, ich heule hier gleich. Wahrscheinlich schläft der, so wie andere Menschen in um diese Uhrzeit. Was macht sie? Nee, geh mal nicht aufs Klo, sondern kümmere dich mal bitte um dieses Kind. Kümmere dich bitte mal wirklich um dieses Kind und gib dem mal Essen. Denn ich denke, das ist gerade sehr wichtig, dass das Kind hier nicht wegstirbt. Oh Gott, Leute. Was soll das hier nur werden? Und Katja, Alter. Dieses Outfit, das ist richtig krass. Ich finde das Outfit richtig krass. Und auch die Haare. Ich lieb's. Sieht richtig cool aus. Okay. Dieses Kind möchte nicht von uns gefüttert werden.
Leute, ich schmeiß das Kind gleich weg. Ich schmeiß das Kind wirklich gleich weg. Guck mal, das heult hier rum. Ich hab nicht mal so ein Bett für das Kind, ne? Das heult hier rum, dieses Kackkind. Und jetzt müssen wir das hier unten einplatzieren. Naja. Aber es lässt sich nicht von uns füttern. Das war eigentlich der Satz, den ich hier zu Ende sprechen wollte, aber es nicht geschafft habe. Ey, da könnte ich schon wieder heulen, ne? Das Zimmer ist ja relativ dunkel. Gibt es irgendwas Dunkles? Nee. Aber guck mal, das Orange, das passt bisschen zur Wand. Eigentlich passt hier gar nicht. Passt gar nicht. Sieht richtig aus wie ein Unfall. Naja, same. Aber haben wir noch Essen da? Das ist jetzt die wichtige Frage. Haben wir, unsere Katze, Alter, wir haben noch Essen da. Warte mal, dann stelle ich es einfach mal hier hin und dann kann sich nämlich das Kind was zu essen nehmen und die Bibi kann sich auch was zu essen nehmen. Die kann vorher erstmal schnell in die Dusche springen und dann sehr konzentriert. Also krass, was die ja alle für krasse Stimmungen haben. So hat sie auch Hunger, bei ihr geht's. Sie macht gerade Hausaufgaben. Wow, was haben wir für vorbildliche Kinder erzogen, Leute? Was geht ab? Was geht ab? Okay, dann würde ich sagen, machen wir es einfach so, dass wir hoffen, dass der Julienko in der nächsten Folge da ist. Und dass wir da dann die Bibi betrügen und direkt die Bibi umfahren. Oder ich weiß noch gar nicht, ob wir die Bibi umfahren sollten. Oder ob wir sie in der Hölle verschwinden lassen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie wir jetzt Sims töten können. Und ich denke, das wird noch lustig in der nächsten Folge. Hat dieses Kind jetzt endlich mal was zu essen sich genommen? Jeffrey, hast du jetzt mal was zu essen? Oh Gott, jetzt wäre ja fast umgefallen. Okay, same, einfach nur same. Ich kann auch nicht laufen. Was ist mit dieser Katze los? Kann sich jemand mal um die Katze kümmern? Leute, ich heul hier gleich. So, Katze, was ist los? Sag es mir. Genau, Katja. Also ich finde ja Hunde und Katzen so cool in Sims, ne? Aber mich nervt irgendwie, dass man die nicht steuern kann, ne? Ich weiß, die Begründung so, man kann ja Katzen und Hunde in Real Life auch nicht steuern. Aber in Sims, finde ich, wäre das schon cooler gewesen, ne? Ach, naja. So, was ist los, Katze? Die ist einsam? Weint die? Freundschaft anbieten, kennenlernen? Ausschimpfen, streicheln. Komm, wir versuchen mal ein bisschen nett zu sein. Einfach so. Wieso kann ich jetzt die Katze nicht streicheln? Konnte ich jetzt irgendwas mit der Katze machen? Kann ich die streicheln? Ich kann die Katze. Es tut mir leid, Katze. Es ist nicht mein Problem. Wenn du dich, wenn du lieber an der Wand steckst, kann ich die kennenlernen? Geht das? Guck, das geht. Das geht, aber mehr geht nicht. Tierpflege. Hochheben, Outfit ändern, was ist das? Naja, Katzen sind jetzt auch nicht so mein Spezialgebiet, ne? Also ich habe ja einen Hund und ich bin auch eher so, bisschen eher für meinen Hund und sowas, aber naja. So, was geht denn ab? Hey, Freunde, nicht vor der Kamera. Das ist ja alles nur ein Fake übrigens, ne? Die Katja saugt die Bibi jetzt erstmal ganz kurz aus, denn Plasma trinken, und zwar zu einem kleinen Trank nötigen wir sie einfach mal ganz kurz. Ich denke, das ist verständlich, Leute. Ich denke, das ist okay. So. Alter, wie sie überleuchtet ist, so Heidi Klum in GNTM. Ich glaube, die Katze steckt da fest, oder? Kann das sein? Reset Sim Sprinkles Star. Geht das? Nö. Muss ich da Reset Pad eingeben? Gibt's das überhaupt? Gibt's das überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Sprink. Oh nein, unsere Katze stirbt wahrscheinlich. Nee, es geht nicht. Unsere Katze stirbt wahrscheinlich. Oh je. Objekt zurücksetzen. Ja, cool, steht immer noch dort. Hast du es jetzt? Kannst du die jetzt mal bitte aussaugen? Sorry? Ich möchte nicht mit der plaudern. Ich möchte die jetzt ganz kurz aussaugen. Mensch. So geht das doch nicht hier, Freunde. So haben wir das nicht geplant. So sollte die Folge nicht ablaufen, Leute. Ich wollte doch die Bibi aussaugen. Das hört sich aber ganz falsch an, Leute. Komm, jetzt zum Abschluss. Saug die Bibi. Was will die denn jetzt von uns? Hä? Die soll doch gar nicht hier sein. Was passiert hier denn gerade, Leute? Ich will doch bloß die Bibi aussaugen. Passiert da jetzt noch was? Anscheinend nicht. Ist das jetzt noch so lange, bis die aufgegessen hat? Leute, was soll denn das jetzt hier? Kannst du einfach mal deinen Kackteller abstellen? So. Macht sie es jetzt? Macht sie das jetzt? Nö. Hä, ist die dumm? Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wieso kann sie denn jetzt nicht einfach die Bibi? Ich will ihr nicht die Bedürfnisse aussaugen. Ich will hier, ich will die einfach jetzt komplett aussaugen. Ah, jetzt geht's. Leute, ach Mann, da hat sie wieder ihren hässlichen Look. Ich dachte, sie hat dann ihren coolen Katja-Look. Aber naja, okay. Ach, das ist aber Trash.
Egal, der Vampire-Look, da wird sie hier gerade ausgesaugt. Aber hey, nicht so schlimm. Ich denke, damit können wir ganz gut leben, Leute. Das ist ein tolles Ende, würde ich mal sagen. Und ja, das war's von dem heutigen Video an diesem wunderbaren Montag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass das jetzt wieder back ist. Und ja, die fünfte Person wird in der nächsten Folge sterben, die gute Bibi. Und dann fehlen noch fünf und dann ist diese Challenge auch over. Und ja, mal sehen, wie lange das noch dauert. Das sollte jetzt alles ein bisschen Schlag auf Schlag gehen, ne? Wenn bald das neue Pack wahrscheinlich kommt, ne, dann brauche ich auf jeden Fall wieder Platz auf diesem Kanal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Links oben findet ihr die letzte Folge, die ist halt echt schon lange her. Also falls ihr nicht mehr wisst, was überhaupt passiert ist, gönnt euch oder gönnt euch direkt nochmal alles und ohne die Playlist. Rechts oben könnt ihr mich abonnieren, falls ihr nicht getan habt. Wir hören uns morgen wieder bei Rex to Riches wahrscheinlich oder der 100 Baby Challenge. Ich weiß noch nicht genau, auf was ich Bock habe. Mittwoch oder Donnerstag, irgendwann so lade ich, ich denke Mittwoch, lade ich noch ein CC-Shopping-Video hoch. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir hören uns morgen auf jeden Fall. Bis dann, haut rein und ciao!